So, wir sind am Wasser. Lange haben wir drauf gewartet. Jetzt ist der 1. Mai. Wir können wieder Gas geben. Hecht ist offen und das wollen wir gleich ausnutzen. Weil jetzt gerade am Anfang sind die Hechte noch ein bisschen unvorsichtig, haben noch keine Köderkontakte gehabt und deshalb wollen wir die jetzt direkt abgreifen. Also, nichts wie los. So, wir sind am ersten Spot angekommen. Wie ihr seht, hier sind auch noch Seerosen von letztem Jahr, die jetzt gerade wieder nachwachsen. Und das ist doch schon mal eine heiße Stelle, um da mal die Köder zu präsentieren. Gerade jetzt noch, kurz nach der Laichzeit, stehen die Fische noch sehr nah am Rand. Also wir werden wirklich die Uferbereiche abwerfen als erstes und gucken, ob da ein Hecht lauert. Erste Stelle hat jetzt leider noch keinen Kontakt gebracht. Dann werde ich die Zeit gleich mal nutzen, euch mal zu zeigen, wie wir hier vorgehen, welche Köder ich nutze, welche Technik wir jetzt anwenden, um erstmal die Hechte zu suchen und dann hoffentlich auch zu fangen. Also, ich gehe jetzt noch bis da vorne zur nächsten Stelle und dann erkläre ich euch das mal ein bisschen, was hier heute so der Plan ist. So, ich wollte euch jetzt erstmal ein bisschen was zum Gerät erzählen, was wir hier fischen. Ich habe hier eine Spinnrute, das ist diese Togg von Ivanchlor. 2,70 Meter Länge, eignet sich für hier an dem kleinen Fluss, wo wir sind, perfekt zum Hechtangeln. Habe ich hier eine 3000er Rolle drauf, also komplett ausreichend. 14er geflochtene Schnur, wir haben hier nicht viele Hindernisse im Wasser, außer ein paar Seerosen. Die werden uns aber nicht allzu gefährlich und von daher reicht eine 0,14er für uns hier komplett aus. Natürlich Stahlvorfach nicht vergessen für Hecht, ganz, ganz wichtig. Und ja, als Köder fangen wir hier mal an mit unserem 14 cm Hechtknacker im Decor Diamond. Hier das Wasser ist relativ klar, da wollen wir ein bisschen was Natürliches fischen, wie den hier. Dann haben wir ja noch den Icebreaker in natürlichen Farbe. Dann unseren Silver Star, wie ein Weißfisch. Und unseren Black Star, der ist halt immer der Allrounder auch. Selbst im trüben Wasser, schwarz, ist häufig sehr unterschätzt die Farbe. Also die haben 14 cm, damit wollen wir erstmal starten. Ansonsten können wir auch noch unsere 10 cm Gummis nehmen. Vielleicht auch mal in der Schockfarbe probieren, falls das noch nicht so hinhaut. So wollen wir aber erstmal anfangen. Montiert habe ich einen 5 Gramm Bleikopf und hinten noch mit dem Stinger versehen, dass wir den Hecht auch sicher landen können, falls wir einen Biss bekommen, dass er uns nicht nur ausschlitzt. Und so wollen wir erstmal starten. So, wir haben jetzt eine halbe Stunde gefischt circa. Haben auf die 14 cm Variante von uns keinen Biss bekommen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt die 10 cm Variante zu fischen. Kann sein, dass die Brutfische noch etwas kleiner sind und die Hechte sich hierauf eingeschossen haben. Deshalb probieren wir es jetzt mal mit den 10 cm. Vielleicht bringt uns das jetzt zum Fisch. So, da sind wir wieder. Keine 5 Minuten später, nachdem wir hier auf den 10 cm Diamond von uns gewechselt haben, kam auch schon der Biss. Ich werde ihn euch mal einblenden. Hat direkt, so wie wir es vermutet haben, vom Ufer zugeschnappt. War nur ein kleiner bis jetzt, aber was nicht ist, kann er noch werden. So, das war das 1. Mai Angeln. Wir waren circa 2 Stunden aktiv angeln. Vorher mit den 14 cm Ködern hatten wir nicht einen Biss bekommen. Danach haben wir auf die 10 cm Variante umgestellt, hatten dann ja den einen Biss von einem kleineren Hecht am Ufer und dann hatten wir noch einen großen Nachläufer und eine Fehlattacke. Ja, hat er wohl nicht richtig zugepackt. Ja, wenn ihr Bock habt auf unsere Köder,
schaut mal unter www.pikehunternrw.de vorbei oder Link in der Beschreibung einfach anklicken. Dann könnt ihr mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Wir haben auch noch ein paar Tipps und Tricks zum Raubfischangeln. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, damit ihr die neuesten Videos nicht verpasst. Weil in nächster Zeit wird so einiges kommen. Also, freut mich, haut rein und geht ans Wasser, holt Hechte raus.